Willkommen da draußen zum virtuellen Press Briefing des Science Media Center zum Thema zukünftige Modellierung der Covid-19-Epidemie in Deutschland. Mein Name ist Marlene Halbach und ich freue mich auf Ihre Fragen zu diesem Thema. Die können Sie dort in den Chat posten. Und die können wir dann an diese Experten und Expertinnen richten, die hier live dabei sind. Ich gebe eine kurze Einführung vielleicht in den Inhalt. Und zwar hat ja Angela Merkel gestern auf einer weiteren Pressekonferenz weitreichende Lockerungen der Maßnahmen gegen die Covid-19-Epidemie in Aussicht gestellt. Und die Länder sollen jetzt so ein bisschen mehr eigenverantwortlich und somit stärker auf die Region angepasst Entscheidungen treffen können zur Lockerung. Als magische Grenze gilt dabei aber, dass in keinem Landkreis 50 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner in den vergangenen 7 Tagen überschritten werden sollen. Allein schon bei der Schätzung der aktuellen Fallzahlen, zum Beispiel bereinigt um den Meldeverzug, kommen sogenannte Modellrechnungen zum Einsatz. Also jedes Land und fast schon jede Universität hat da so sein eigenes Modell, um bestimmte Parameter und die Dynamik der Epidemie zu schätzen. Und wir wollen heute eben mit den hier anwesenden Expertinnen und Experten genauer über eben diese Modelle und ihre Bedeutung in der weiteren Epidemie sprechen. Ich stelle die Fachleute gleich kurz vor. Vorher aber den Hinweis an Sie, den ich gerade schon gesagt habe. Wenn Sie jetzt schon Fragen haben, sehr gerne in den Chat posten. Mein Kollege hat es da auch gerade noch mal reingeschrieben. Dann können wir die sortieren und dann nehmen wir die an geeigneter Stelle mit rein. So, dann würde ich mal anfangen mit der ersten Expertin. Das ist Viola Friesemann, Dr. Viola Friesemann. Sie ist Leiterin der Forschungsgruppe Theorie neuronaler Systeme am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen. Frau Friesemann, die Bundeskanzlerin hat ja eben diese Obergrenze dort in den Ring geworfen. 50 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner. Das Positionspapier der Fachgesellschaften, an dem Sie auch mitgewirkt haben, empfahl auch einen Zielwert zu definieren an Neuinfizierten. Sind Sie jetzt zufrieden mit diesem Wert, den Frau Merkel da reingeworfen hat, oder wie ordnen Sie den ein? Wir haben das in der Gruppe sehr breit diskutiert, was dort ein sinnvoller Wert sein könnte. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass eigentlich der allersinnvollste Wert nicht 50 oder 30 oder 100 Neuinfektionen pro 100.000 sind, sondern wirklich die Null. Und das liegt an folgendem Grund. Man muss sich erstmal ganz klar werden, dass dieser Virus ja nicht von jetzt auf gleich verschwindet. Der wird noch eine ganze Weile da bleiben. Wenn man also eine stabile Situation haben möchte, dann kriegen wir eine Stabilität nur, indem man Richtung Null geht, Null Neuinfektionen. Weil nur in dem Fall, wo wir Null Neuinfektionen haben, haben wir langfristig eine stabile Situation. Diese, sage ich mal, Obergrenze, die jetzt dort definiert worden ist, ist sicherlich hilfreich auf diesem Weg. Aber ich denke, dass sich jeder ganz genau klar werden sollte darüber, ob das Ziel eben ist, chronisch mit solch einer mittleren Zahl von Neuinfektionen weiterzumachen oder ob das Ziel sein sollte, wirklich Covid-frei zu werden. Denn nur wenn wir Covid-frei sind, dann kann man wirklich ohne Sorge und ohne Probleme wieder rausgehen und das gesellschaftliche Leben wirklich hochfahren. Mhm. Das würde ich erstmal an dieser Stelle so stehen lassen und den nächsten Experten vorstellen. Und zwar, das ist Professor Dr. Michael Meyer-Hermann. Er ist Leiter der Abteilung Systemimmunologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, HZI, in Braunschweig. Dieser Grenzwert, über den wir jetzt gerade schon gesprochen haben, auch mit Frau Priesemann, das heißt ja eben für jeden Landkreis was anderes. Also eine andere Gesamtzahl der Infizierten. Sehr kleine Landkreise zum Beispiel reißen die Grenze ja schneller als große Landkreise. Wie zum Beispiel bei Thüringen ist das, in Thüringen ist das gerade in einem Landkreis noch der Fall. Die sind noch drüber über dieser neu eingeführten Grenze. In Berlin würden aber zum Beispiel erst 1800 Fälle dazu führen, diese Grenze zu reißen. Man rutscht also so ein bisschen in das Feld der regionalen Unterschiede in Deutschland. Inwiefern können denn die bisherigen Modelle solche Unterschiede überhaupt abbilden? Das kommt auf das Modell an, mit dem wir starten. Also wenn wir von klassischen epidemiologischen Modellen ausgehen, die sogenannten SIR-Modelle, die ja inzwischen auch hinreichend bekannt sind, dann sind die Parameter, die da drin stehen, relativ grob, also sagen wir phänomenologisch, und können deswegen detaillierte Unterschiede wie zum Beispiel die Demografie in einem bestimmten Kreis oder eine bestimmte Berufsverteilung in dem Kreis nicht sehr gut abbilden. Deswegen haben wir in den letzten Monaten ein agentenbasiertes Modell entwickelt, in dem man genau diese Unterschiede besser darstellen kann. Die haben den Nachteil, dass sie schwierig sind, um ganz Deutschland zu beschreiben, weil man in ganz Deutschland hat man jetzt 82 Millionen Personen. Also in diesen agentenbasierten Modellen ist jedes Individuum abgebildet als eine Entität im Computer. Und dann hätten wir 82 Millionen verschiedene Instanzen, die dort also bearbeitet werden müssten.
Das ist computertechnisch, also von der Computerzeit, die man braucht, extrem schwierig und aufwendig, wenn man das auf agentenbasierter Ebene macht. Deswegen ist aber diese Modellierung genau dafür hervorragend geeignet, nämlich um auf die Kreisebene zu gehen, wo wir dann vielleicht auf der Ebene von ein paar hunderttausend Agenten rechnen müssen. Und das können wir, glaube ich, meistern. Das ist von der CPU-Zeit ist das eine lösbare Aufgabe. Und dann könnten wir tatsächlich eben die Gewohnheiten der Leute in diesem speziellen Kreis genau abbilden und auf die Weise dann die Maßnahmen besser bewerten und welche Auswirkungen sie auf das Infektionsgeschehen haben werden. Darf ich da direkt einhaken? Natürlich. Wie schnell geht das denn dann? Also wenn Modellierung, klar, so ein bisschen Vorhersage können wir vielleicht damit auch machen. Das wäre ja noch eine Frage. Mhm. Wie schnell können wir denn eben dann reagieren? Also wenn wir jetzt regionale Modelle hätten, die das so gut können für die Landkreise und dann sehen wir eben die neuen Anzahl an Infektionen. Wie schnell können wir dann da drauf springen, sag ich mal? Man kann, also wenn das Problem ist nicht die Laufzeit der Simulation, wenn man jetzt zum Beispiel eine Stadt wie da, wo ich sitze, Braunschweig mit 250.000 Einwohnern simuliert, dann kann man das in ein paar Stunden durchrechnen. Das Problem ist die Validierung der Parameter für die jeweilige Region. Das ist etwas, was also mehrere Wochen kosten wird, das auch für jeden Kreis dann tatsächlich so aufzusetzen, dass es für diesen Kreis dann wirklich zutreffend ist und die Spezifitäten des Kreises auch berücksichtigt. Also die Limitierung ist eigentlich in der Vorbereitung. Wenn es einmal vorbereitet ist, dann ist die Laufzeit nicht mehr der limitierende Faktor. Und wie lange wird es jetzt dauern, das vorzubereiten? Also Ich habe ja schon gesagt, Wochen. Ja, also das ist als Wochenskala und man muss dann sehen, wie viel Manpower man hat. Also eine Person wird es wahrscheinlich schaffen, in ein paar Wochen einen Kreis zu machen. Und dann muss man natürlich gucken, wie viele Personen und wie viele Kreise man spezifisch behandeln möchte. Also da ist schon ein großer Aufwand. Das ist ein groß angelegtes Projekt, wenn man das wirklich durchführen möchte, mit guter Qualität. Okay, sehr gut. Das ist schon mal, reicht, glaube ich, erstmal für den Anfang. Wir können ja gerne gleich noch weiter drauf eingehen. Finde ich sehr spannend. Dann würde ich erstmal die dritte im Bunde vorstellen. Professor Dr. Mirjam Kretschmer. Sie ist Professorin am Julius Center for Health Science and Primary Care, Entschuldigung, in der Universitätsmedizin in Utrecht in den Niederlanden und wissenschaftliche Leiterin für mathematische Krankheitsmodellierung, jetzt bin ich gespannt, ob ich es richtig ausspreche, am Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in Beeldhoven in den Niederlanden. Sehr gut, sehr gut. Okay. Ich bin an der Grenze aufgewachsen, ich weiß nur nicht, ob das hilft. Aber gut, Frau Kretschmer, Sie nehmen heute so ein bisschen die Metaebene ein, sag ich mal. Denn Sie sind eben nicht an den deutschen Modellierungen beteiligt, so wie die anderen beiden Experten hier. Sie sind eben, haben einen guten Überblick über das gesamte Modell und sitzen ja eben in den Niederlanden. Wie würden Sie das einschätzen? Viele Regierungen stützen sich ja derzeit eben bei diesen akuten politischen Entscheidungen auf Modellrechnungen, auf verschiedenste Modelle. Und ich würde Sie gerne fragen, wie schätzen Sie diese gewichtige Rolle der Modellierer weltweit ein und inwiefern können Sie der überhaupt gerecht werden? Ja, also ich denke, einerseits ist es auf jeden Fall gerechtfertigt, dass Modellierung eine wichtige Rolle spielt, weil wir haben es ja mit sehr komplexen Zusammenhängen zu tun, die man sozusagen als Person einfach durch logisches Denken gar nicht mehr so insgesamt überblicken kann. Und die Modelle helfen uns eben, diese Zusammenhänge in ein logisches, konsistentes, mathematisches Modell zu bringen, sodass wir eben Sachen durchrechnen können und wissen, das ist in sich dann konsistent. Und die Modelle können eben auch angepasst werden an die jeweiligen Daten, die zur Verfügung stehen. Also insofern denke ich, Modelle müssen da eine wichtige Rolle spielen. Man muss aber auch halt sehen, dass alle Modelle ihre Beschränkungen haben und dass es eben diese Interpretation, dieser Schritt von der Modellrechnung zur Interpretation, was bedeutet das jetzt? Das ist ein sehr wesentlicher Schritt und da muss man auf jeden Fall den Entscheidungsträgern dann eine große Hilfestellung geben, dass man das eben nicht überbewertet, was da rauskommt. Ist es denn so, jetzt haben wir hier schon zwei Vertreter sitzen mit zwei verschiedenen Modellen, also Herr Friesemann, Frau Friesemann und Herr Meyer-Hermann. Ich habe es heute nicht mit den Artikeln. For Gender Equality. Genau. Wenn Sie jetzt hören würden, oder ich erzähle es jetzt einfach mal, die beiden haben an einem Positionspapier mitgewirkt, an dem vier verschiedene Forschungsgesellschaften beteiligt waren und somit auch verschiedenste Modelle. Die haben sich aber eben auf eine, sagen wir mal, Aussage geeinigt in diesem Positionspapier, weil sie alle gesagt haben, ja, unsere Modelle sind
zwar verschieden und wir haben auch verschiedene Datengrundlagen, aber wir kommen ungefähr zumindest auf die gleichen Werte oder auf die gleichen Parameter. Spricht das dafür, dass eine, sagen wir schon mal, schon hohe Evidenz darüber besteht, wie die Modellierung weitergehen kann oder wie die Dynamik sich weiter vollzieht dieser Pandemie, wenn mehrere Modelle das Gleiche sagen? Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Zeichen. Also ich denke, dass es auch wichtig ist, die gleiche Fragestellung mit verschiedenen Modellen zu bearbeiten, weil jedes Modell hat eben seine Stärken und Schwächen und jedes Modell kann eventuell ein bisschen verschiedene Faktoren abbilden. Insofern, wenn man eben verschiedene Modelle hat, die zum ungefähr gleichen Ergebnis kommen, dann weiß man zumindest, dass man die wesentlichen Faktoren wahrscheinlich in den Modellen auch mit einbezogen hat und dass eben ja, die Unterschiede zwischen den Modellen vielleicht weniger wichtig sind für die Beantwortung dieser Frage. Und wenn es Unterschiede gibt, dann hat man eben auch einen Anhaltspunkt, um zu sagen, okay, hier, wo diese Unterschiede bestehen, da muss man eben genauer gucken und sehen, wie ist es jetzt wirklich in der Realität. Ich meine, die Modelle haben natürlich auch noch das Problem, dass ja viele Sachen in der Realität, also viele von diesen Daten sind ja unsicher. Und viele Parameter müssen angenommen oder geschätzt werden. Also da gibt es ja auch noch sozusagen Unsicherheiten vom Übersetzen der Realität in das Modell. Und ja, das kann natürlich auch zu Unterschieden dann führen. Mhm. Um diese Unterschiede würde sich die nächste Frage drehen, die ich einfach mal direkt anschließen will. Und zwar an Sie beide, Frau Priesemann und Herr Meyer-Hermann. Ich habe es hingekriegt. Worin unterscheiden sich denn Ihre beiden Modelle? Wir haben ja gesagt, im Positionspapier haben Sie so ungefähr die gleiche Richtung gehabt. Aber wo sind genau die Unterschiede? Sprich, welche verschiedenen Aspekte wollen Sie vielleicht auch mit Ihren Modellen beleuchten? Frau Priesemann vielleicht zuerst? Ich denke, ein Aspekt, den wir in unserem Modell sehr sorgfältig betrachten, sind genau diese Unsicherheiten, die Frau Kretschmer gerade angesprochen hat. Wir haben sogenannte Bayesche Inferenz gemacht. Das bedeutet, wir haben eine gewisse Unsicherheit auf all den Parametern, nehmen diese Unsicherheit mit, sodass wir dann auch im geschätzten Ergebnis, was zum Beispiel das R angeht, die entsprechende Unsicherheit abbilden können, die wir vorher hatten. Und die Daten sind eben dafür da, dann diese Unsicherheiten, die wir vorher hatten, zu reduzieren. Und die können uns dann eben sagen, wie viel können wir überhaupt aussagen und wie genau sind unsere Aussagen. Also da ist gerade bei Unsicherheit in Parametern und bei Unsicherheiten in den Daten ist dieser Bayesche Ansatz eigentlich der Ansatz der Wahl. Mhm. Ja, wenn ich dazu was ergänzen darf, also gerne. Wir haben jetzt sozusagen das klassische epidemiologische Modell verwendet an dieser Stelle, jetzt nicht das agentenbasierte Modell. Also die generischen Ergebnisse, die wir dort präsentieren haben in dem gemeinsamen Papier, sind aufgebaut auf eben diesen Modellen. Das agentenbasierte Modell ist dafür noch nicht zur Verfügung gewesen. Und also aber bei diesen klassischen epidemiologischen Modellen, das sind deterministische Modelle. Das ist also gerade anders als das, was Viola gerade beschrieben hat. Und auch dort versuchen wir natürlich die Unsicherheit in den in der Kenntnis der Parameter abzubilden. Und das machen wir, indem wir, sagen wir, vernünftige Bereiche, sowas wie vernünftige Bereiche für die Parameter identifizieren und dann zufällige Werte aus diesen Parameterbereichen wählen, um auf diese Weise zu sehen, wie das Ergebnis dann von dieser zufälligen Wahl abhängt. Und auf die Weise bekommen auch wir sowas wie ein Konfidenzintervall, wie es Viola gerade beschrieben hat. Da kommt direkt die Frage dazu, die würde ich einfach auch direkt mal wieder zurückgeben. Welche Parameter sind denn derzeit noch eher unklar und welche sind eher klar? Also wie ist die Evidenz vielleicht verteilt oder in einzelnen Parametern? Können Sie dazu was sagen? Also an wen war das jetzt genau gerichtet? An Sie beide. Wer möchte? Also ein Parameter, mit dem wir zum Beispiel kämpfen, ist die Dauer, mit der die Leute beatmet werden müssen. Mhm. Also das ist, da gibt es Daten, die wir zum Beispiel aus China hatten und die weichen um glatt 2 bis 3 Wochen von den Daten, die wir jetzt aus Deutschland haben, ab. Das heißt also, wir haben dort eine große Unsicherheit dessen, wie lange die Menschen wirklich beatmet werden, wie lange die auch im Krankenhaus sind, bevor sie in die Beatmungsstation kommen. Und das ist etwas, wo wir noch nicht so richtig wissen, wo wir uns positionieren müssen. Was davon abhängt, das ist ja immer die Frage, wie wichtig ist das dann? Was davon abhängt, ist nicht die generische Aussage, die in unserem Papier drin steht, das ist davon weitgehend unabhängig, sondern also diese Szenarien, die wir dort aufgebaut haben, die bleiben eigentlich davon unberührt. Was davon abhängt, ist, wie groß ist die Auslastung der Intensivbetten?
und in dem jeweiligen Modellszenario. Und da gibt es dann quantitative Abweichungen. Das kann dann eben Faktor 2 mehr oder weniger werden, je nachdem, was man da für Zeiten annimmt. Mhm. Frau Priesmann, noch Ergänzung? Genau, zu den Parametern würde ich gerne zwei Sachen sagen. Es gibt zwei Sorten Parameter. Die nennen sich im Prinzip, lose gesagt, werden die wirklich sloppy und stiff Parameter genannt, also weiche oder harte Parameter. Es gibt Parameter, wenn man die um Faktor 2 oder 3 ändert, dann ändert sich das Resultat fast gar nicht. Das heißt, wenn man Unsicherheiten auf diesen Parametern hat, beeinflusst das eben das Ergebnis fast gar nicht. Es gibt aber andere Parameter, die eben stiff sind. Wenn man die ändert, dann hat das eine Auswirkung auf die Ergebnisse. Und eben in diesen Modellen gibt es beides. Ein Parameter, der sicher eine große Rolle spielt in der öffentlichen Diskussion, ist der sogenannte Delay. Also es gibt ja den Tag, an dem man sich infiziert, und dann gibt es irgendwann den Tag, wo die Symptome auftreten, und es gibt einen Tag, wo dann der Fall bestätigt und eben im Melderegister gemeldet wird. Da haben wir einen gewissen Delay. Das ist eine gewisse Herausforderung, damit umzugehen, weil man ja eigentlich am liebsten wissen würde, an welchem Tag hat diese Person sich infiziert, um genau rauszurechnen, an welchem Tag der R-Wert welchen Wert genau hatte. Und ich denke, Sie haben ja alle diese Diskussion gesehen um die Frage, haben nun die Maßnahmen vom 19. Bin ich jetzt richtig? Nein, vom Ende März. 22. März, was gebracht oder nicht? Vielen Dank, Entschuldigung. Also die Maßnahmen hat im Prinzip diese strikte Kontaktsperre etwas gebracht oder nicht. Wenn man jetzt eben zum Beispiel die Daten vom Robert-Koch-Institut anschaut, die jetzt nicht speziell genau für diese Frage gestellt worden, Fragestellung gemacht worden war, dann sieht man da eine klare Kurve und die geht an irgendeinem Tag eben unter diesen magischen Wert von R gleich 1 und ein paar Tage später wird sie flach. Wenn man sich ganz genau anguckt, ist bei der Auswertung halt dieser Übergang, wo der flach wird, ist ein oder zwei Tage vor diesem 22. März. Mhm. Sicher sind wir denn über dieses Datum? Sind das zwei Tage vorher oder zwei Tage später? Was wir zum Beispiel in unseren Analysen sehen, ist, dass wir auf dem Datum eine Unsicherheit von plus minus zwei Tage durchaus haben. Das heißt, diese zwei Tage Unterschied, die das Robert-Koch-Institut oder die wir sehen, wann man durch diesen magischen Wert durchgeht, wir sind da konsistent, das möchte ich als allererstes sagen, es sind wirklich konsistente Ergebnisse. Wir haben eben diesen Fehler explizit mit ausgerechnet in unserem Framework. Dazu kommt natürlich noch Verhalten und ganz andere Aspekte. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass das natürlich auch ein Parameter ist, der mit gewisser Unsicherheit versehen ist und dass man da definitiv ganz gezielte Studien brauchen wird und auch mehr Erfahrung, wie das einzelne Verhalten der Leute auf der einen Seite und wie die politischen Maßnahmen auf der anderen Seite zu solchen Reduktionen beitragen. Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Da gab es auch relativ viele Diskussionen, glaube ich, auch in den sozialen Medien drüber. So, das ist, ja, das war ja schon davor unter 1 und war das jetzt die Maßnahme wenn oder nicht? Wenn ich dazu gerade was sagen darf, es ist, selbst wenn die Reproduktionszahl vor dem 22. März nach unten gegangen wäre, gibt es zwei Aspekte, die man da hinzuziehen muss. Mhm. Das erste ist, dass es Daten darüber gibt, dass die Bevölkerung tatsächlich die Maßnahmen bereits durchgeführt hat, bevor sie eingeführt worden sind, ja. Offiziell. Mhm. Das ist also der eine Aspekt, der wurde von Ranga ja auch klar in einem Video-Podcast beschrieben. Das zweite ist, also wenn wir jetzt danach das RT sehen, also die Reproduktionszahl über die Zeit, und das ist eine konstante Größe, dann ist der Schluss falsch, dass die Wirkung der Maßnahmen deswegen nicht vorhanden ist. Ja, das ist, den Schluss darf man so nicht ziehen. Das ist so, also ich meine, da sind ja zwei Kräfte. Da ist der Virus, der möchte rauf, und da sind die Maßnahmen, die drücken ihn runter. Das sind also zwei Kräfte. Das kann man sich so vorstellen, wie vielleicht beim, sagen wir, Tau ziehen. Ja, also da sind also 100 Leute auf jeder Seite vom Tau und ziehen wie wild. Das Tau bewegt sich nicht. Ja, das Tau steht einfach an der gleichen Stelle, wackelt vielleicht mal ein bisschen hin und her, aber im Wesentlichen ist das im Gleichgewicht. Und man kann aus der Nichtbewegung des Taus ja nicht schließen, dass dort keine Kräfte wirken. Genau. Was ich gerne noch dazu fügen möchte, ist, dass im Bereich der Unsicherheiten, die wir haben, das Tau, also das Tau in dem Fall, das R auch kontinuierlich weiter runtergegangen ist über die Zeit des Lockdowns. Das heißt, es scheint, dass die Menschen vorsichtiger geworden sind, dass sie noch effektiver, sag ich mal, Ansteckungen vermieden haben, auf welche Weise auch immer. Und das stimmt mich insgesamt relativ optimistisch.
immer mal wieder. Sehr gut. Frau Kaschner, ich würde Sie gerne noch mal mit reinholen. Ja, ich würde auch noch gerne ergänzen zu den Parameterunsicherheiten. Also gerne. Man muss ja unterscheiden zwischen den Parametern, die sozusagen den Krankheitsverlauf beschreiben, also Infektiosität und Dauern und so, und den Parametern, die eben die sozialen Interaktionen beschreiben. Und meistens, also meiner Erfahrung nach, ist es so, dass über die erste Art der Parameter weiß man relativ mehr. Also da werden auch Studien drüber gemacht, aber die Parameter, die eben Kontakthäufigkeiten beschreiben und also Risiko auf Übertragung in bestimmten Kontaktarten, darüber ist meistens sehr wenig bekannt. Und das sind aber genauso wichtige Parameter eigentlich zur Beschreibung der Verbreitung einer Infektion. Und da machen wir dann eben meistens irgendwelche Annahmen, beziehungsweise es gibt natürlich schon Studien über Kontakthäufigkeiten, ja. Aber sagen wir mal, in dem Detail, in dem wir das wissen müssten, um jetzt zum Beispiel die Effekte von so einem Social Distancing im Modell zu beschreiben, da gibt es eben einfach bisher noch keine Daten. Also da kommen eben auch sehr viele Unsicherheiten rein. Das bedeutet, da würde ich direkt nochmal einhaken, wenn wir jetzt zum Beispiel, Herr Ferguson ist ja ein sehr bekannter Modellierer aus dem Vereinigten Königreich, der hat ja auch ein Modell, mit dem er 11 Länder, glaube ich, durchrechnet, wie das R gerade ist, wie die Durchseuchung gerade ist, ganz verschiedene Dinge für 11 Länder. Und Sie sagen jetzt, gerade in diesen sozialen Interaktionen gibt es eine große Unsicherheit. Das heißt, wenn ich jetzt ein, sagen wir mal, fixes Modell nehmen würde und einfach auf verschiedene Länder lege oder mit verschiedenen Daten aus verschiedenen Ländern, wird die Unsicherheit dann noch größer? Weil im Endeffekt muss ich ja auch geografische und kulturelle Gegebenheiten eben einbeziehen. Oder wie würden Sie das bewerten, wenn man mit einem Modell mehrere Länder durchrechnet? Die wird auf jeden Fall größer, also wenn man nicht länderspezifische Daten hat. Also bei den Kontaktdaten ist es so, dass es schon in einigen Ländern solche Studien gegeben hat, also vor vielen Jahren, die Kontakthäufigkeiten gemessen haben. Aber das war hauptsächlich in Europa. Also in anderen Ländern kann das natürlich ganz anders sein. Und das wird ja auch halt von kulturellen Gegebenheiten in einem Land bestimmt. Also da muss man schon sehr vorsichtig sein. Je weiter, sagen wir mal, vom Kulturellen und von der Lebensweise so ein Land entfernt ist von einem, sagen wir mal, europäischen Land, desto größer können diese Unterschiede sein. Also da muss man schon auch in der Interpretation dann vorsichtig sein. Aber oft ist es so, dass das halt dann halt die einzigen Daten sind, die zur Verfügung stehen. Und dann muss man eben, wenn man auch was sagen will über andere Länder, zurückgreifen auf die Daten, die es gibt. Wenn ich da noch was ergänzen darf. Gerne. Das Wort Kontakt muss ja auch erstmal definiert werden. Wir haben jetzt das, also wenn wir von diesen Kontaktnetzwerken sprechen, die Jan Kretschmer gerade zitiert hat, dann sind das ja Kontakte, wo Menschen zusammengekommen sind. Das sind nicht unbedingt infektiöse Kontakte. Ja, das heißt, die haben ja andere Kontaktnetzwerke untersucht als die, die uns jetzt interessieren. Nämlich uns interessiert ja gar nicht, wer wen trifft, sondern uns interessiert, wer wen trifft und jemanden infiziert. Also, diese Studien sind damals schon mit dem Ziel gemacht worden, um etwas damals über Influenza-Ausbreitung zu sagen. Ja, genau. Also die Kontaktdefinition war schon darauf hinaus ausgerichtet. War genau. Entschuldigung, ich war noch nicht fertig. weil der Punkt ist jetzt, wenn wir jetzt die Kontaktdaten haben und wir machen zum Beispiel die Geschäfte zu und dann machen wir sie wieder auf, dann sind sie jetzt danach nicht so offen, wie sie vorher waren in dem Netzwerk, sondern sie sind dann so offen, wie es durch die zusätzlichen Schutzmaßnahmen. Das muss man in Betracht ziehen. Und diese Unsicherheit macht die Sache sehr spekulativ natürlich, weil ich nicht weiß, wir haben noch nicht mal eine wissenschaftlich klare Aussage darüber, wie viel Transmission durch die Masken wirklich verhindert wird. Ja. Und also da sieht man das ganze Ausmaß an Unsicherheiten, mit dem wir zu kämpfen haben, um wirklich eine klare Aussage treffen zu können. Danke auf jeden Fall für diese Klarmachung, sag ich mal, der Unsicherheit in den Modellen. Das ist sehr wichtig, glaube ich, im Hinterkopf zu behalten, auch für Journalisten, die ja hier eben zuhören. Unbedingt, ja. Ich habe direkt eine Frage an Herr Meyer-Herner. Das ist wirklich, also mit Ihrem Nachnamen, ich weiß auch nicht, ich habe es heute. An Herrn Meyer-Hermann. So, wie wichtig ist in Ihrem Modell, und die gleiche Frage gleich auch gerne an Frau Priesemann, das Erkrankungsdatum? Wir hatten es gerade schon darüber, dass man eben nicht aufgrund der Meldedaten direkt aufs Erkrankungsdatum schließen kann oder darf oder es einfach nicht weiß. Wie wichtig ist es denn in Ihrem Modell als Parameter und wie gut lassen sich da diese Datenlücken, die man eben hat, kompensieren gerade?
Also wir haben das ganz einfach durchgespielt. Also wenn Sie jetzt auf die Reproduktionszahl abzielen, dann kann man die Reproduktionszahl mit den Meldedaten berechnen. Das ist das, was wir jetzt regelmäßig gemacht haben. Und wir haben das auch nicht geändert. Wir haben es deswegen nicht geändert, weil wir gerne eine verlässliche Basis haben wollten, die sich nicht über die Zeit dauernd, also dass der Algorithmus sich dauernd ändert, halte ich nicht für hilfreich, weil man dadurch jetzt die Vergleichbarkeit verliert. Was wir aber probiert haben, ist zu gucken, was passiert, wenn wir jetzt die inzwischen ja auch verfügbaren Daten der Symptombeginne verwenden stattdessen. Da hat man für einen Teil der Leute hat man den Symptombeginn explizit und für einen anderen Teil hat man ihn nicht. Für den anderen Teil kann man ihn mit einem Algorithmus schätzen. Mhm. So, das haben wir alles durchgeführt und wollten dann gucken, was ist die Auswirkung auf unsere RT-Berechnung und da ist die folgende, man sieht also zwei Dinge. Man sieht erstens einen Shift der Kreuzung von RT nach links, also zu früheren Zeitpunkten. Also man bekommt ungefähr eine Woche früher als bisher, 8 bis 10 Tage früher bekommt man die Kreuzung von RT gleich 1. Das ist der eine Effekt, also die Werte sind sozusagen in horizontal verschoben. Das andere ist, dass die saisonalen Schwankungen, die man in den Daten, in den Meldedaten sieht, weil die Gesundheitsämter offensichtlich manchmal am Wochenende nicht so viel melden wie an anderen Tagen, diese Schwankungen verschwinden, was dazu führt, dass diese artifiziellen Overshoots, die wir in unseren Daten sehen, flach werden und wir eine etwas kontinuierlichere Kurve kriegen. Das heißt, die absoluten RT-Werte sind bei hohen RT-Werten kleiner. Ja, das, aber in dem Bereich um die 1 ändert sich eigentlich fast nichts. Okay, spannend. Frau Priesemann, wie ist das bei Ihnen? Ich sage mal im Prinzip sehr ähnlich. Wenn wir die Erkrankungsdaten nehmen und nicht die Meldedaten, kriegen wir einfach ein anderes Delay. Also bei uns verschiebt sich das R in gewisser Weise nicht, weil wir, genau, aber ich denke, das ist bei Michael Meyer-Hermann ganz genauso, weil man das natürlich schon reingerechnet hat, dass da ein entsprechendes Delay zwischen entweder, weil wir das R für den Infektionstag, für den angenommenen Infektionstag von vornherein ausgerechnet haben. Also wir sehen diese Verschiebung de facto nicht. Aber ich glaube, das ist eher ein Missverständnis gerade gewesen. Man hat einfach ein anderes Delay. Und das Tolle ist eben, wie Michael Meyer-Hermann schon erwähnt hat, wenn man wirklich die Symptomdaten hat, hat man diese Wochenendschwankungen nicht so explizit drin. Mhm. Das Schöne ist, in unserem Modell können wir das explizit mit reinnehmen, dass eben an Wochenenden weniger getestet und weniger gemeldet wird. Das wird von dem Modell direkt mit rein- oder rausgerechnet. Und dadurch haben wir dann eine sehr robuste Abschätzung. Ich habe direkt an Herrn Meyer-Hermann nochmal eine Rückfrage, die jetzt hier kommt aus dem Chat. Und zwar bezieht sie sich auch so ein bisschen darauf, also Sie nehmen ja eben die offiziellen Meldezahlen, haben Sie gerade schon gesagt, für die eine Berechnung. Wie groß sind denn da die Schwankungen bei kleinen Fallzahlen? Also die sind ja eben bei kleinen Bundesländern schon recht groß, diese Schwankungen, sagt der Fragesteller. Wenn er sich jetzt zum Beispiel das HZI-JITLAB-Modell ansieht, wie sähe es denn auf der Ebene von Kreisen aus? Also das ist eine sehr fundamentale Frage, die möchte ich auch gerne fundamental beantworten. SIR-Modelle haben das grundsätzliche Problem, dass sie für kleine Fallzahlen nicht mehr gültig sind. Das liegt daran, dass wir dann sowas wie 0,1 Patienten haben und das ist eine Sache, die natürlich nicht mehr sinnvoll ist. Das heißt, wir sind gezwungen, in dem Moment, wo die Fallzahlen wirklich klein werden, muss man auf diskretisierte, sogenannte diskrete Modelle gehen, was eben genau dann auf die agentenbasierten Modelle verweist, die dort eben die Stärke haben, weil da ist jeder Agent da oder er ist nicht da und dann gibt es nur eine 1 oder eine 0. Das heißt, genau diese Probleme, diese Artefakte, die man im SIR-Modell bekommt, wenn man zu kleinen Fallzahlen kommt, sind im agentenbasierten Modell besser abbildbar. Okay. Eine kleine Ergänzung dort nochmal, was natürlich bei Landkreisen auch ein großes Problem ist, ist nicht, wie gut die Modellvorhersage ist, sondern auch, ob in irgendwelchen kritischen Einrichtungen, wie zum Beispiel im Altenheim, ein Ausbruch stattfindet. Und das ist, ich habe einiges an Vorhersagen eben auch für die lokalen Krankenhäuser hier gemacht. Das ist wesentlich wichtiger, sage ich mal, eine gute Verbindung zu den entsprechenden Hotspots zu haben, wo möglicherweise was ausbrechen könnte, als dann die ganz genauen Fallzahlen vorherzusagen. Also da ist sicherlich eine Ergänzung aus den beiden Aspekten, eben Modell auf der einen Seite, aber auch wirklich Kenntnis der lokalen Besonderheiten ist ganz arg wichtig. Ja, das, was du jetzt da gerade sagst, ist wahrscheinlich auch der Grund für diese 50, wollte ich noch ergänzen zu der anfänglichen Diskussion. Denn da haben sich die Politiker es im besten Falle vielleicht mal überlegt, was würde das denn bedeuten, wenn jetzt zum Beispiel in einem Altenheim
der Virus ausbricht, dann würden ja plötzlich ganz viele krank sein und dann hätte man eine sehr große Zahl von Infizierten, die auf einer sehr kurzen Zeitskala infiziert werden. Und was eben nicht die Idee war, man möchte deswegen jetzt nicht gleich wieder einen Shutdown machen. Mhm. Weil das ist ja ein begrenztes Problem dann, was in diesem einen Heim stattfindet. Und damit hat man so eine gewisse Robustheit gegenüber solchen Flashs, die irgendwo auftauchen und muss deswegen die Region nicht gleich wieder runterfahren. Das könnte ein Argument gewesen sein. Ne? Für also, die 50, der, ja. die Obergrenze, die Frau Merkel. Weil die ja etwas hoch ist, wie Sie schon alle, haben ja alle das Gefühl, dass sie etwas hoch sind. Ne? Sehr spannend. Frau Kretschmer, ich würde Sie noch mal mit reinnehmen gerne. Und zwar haben wir jetzt auch schon viel über Unsicherheiten gesprochen und Sie haben alle schon was dazu gesagt. Wir kennen ja offenbar eben auch Parameter, die eine große Unsicherheit haben. Also was heißt denn das jetzt aber dann für die Prognose oder Live-Prognose von neuen Ausbrüchen beziehungsweise der befürchteten zweiten Welle des Ganzen? Also das heißt, man kann vielleicht nicht unbedingt vorhersagen, wie viele Fälle da genau dann auftreten werden. Aber man kann natürlich schon qualitativ sehen, also wenn wir jetzt bestimmte Maßnahmen vermindern oder anpassen, dass dann sich der Verlauf der Epidemie ändert, also dass dann wieder vermehrt Fälle auftreten werden und eventuell eine zweite Welle. Also das ist sozusagen logisch auch einzusehen, weil eben erst ein kleiner Teil der Bevölkerung bisher die Infektion gehabt hat. Also der große Teil ist noch nicht immun geworden. Das heißt, wenn wir die Maßnahmen wieder völlig aufheben würden, dann wäre ja die Situation wieder wie vorher. Also das ist vollkommen klar, dass so eine zweite Welle dann möglich ist. Also ich denke, wir können mit den Modellen viele solche qualitativen Dinge gut verstehen und auch die Parameter und die Faktoren untersuchen. Was ist dafür wichtig? Was spielt da eine Rolle? Aber ich denke, jetzt vorherzusagen, wie viele Fälle werden es dann genau sein, das ist zum jetzigen Zeitpunkt eben nicht möglich durch diese Unsicherheiten. Wir haben gerade über diese Obergrenze nochmal gesprochen. Ich springe jetzt ein bisschen in Fragen, aber ich hoffe, das ist für Sie in Ordnung. Hier kommt nämlich jetzt die Frage rein, was wären denn sinnvollere regionale Kennziffern gewesen als zum Beispiel jetzt 50 pro 100.000 Einwohner in den vergangenen 7 Tagen? Frau Kretschmer, wenn Sie dazu eine Einordnung haben, auch sehr gerne. Ich weiß nicht, inwiefern Sie da in der deutschen Diskussion drin sind, aber gerne melden, wenn Sie was sagen möchten. Denn wir wollen ja weg vom Schauen eben auf nur eine einzige Kennziffer, war jetzt hier das Argument. Also was hätte man besser machen können? Ja, also wenn ich da gleich was dazu sagen gerne. Darf. Also ob jetzt diese genaue Zahl da die richtige Grenze ist oder nicht, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht genau, wie die zustande gekommen ist. Aber man ist ja immer in der Situation, dass man eben solche Grenzen stellen muss. Also man muss sich irgendein Entscheidungskriterium vorgeben. Und in gewissem Sinne bleibt das natürlich ein bisschen willkürlich. Also ich denke, was man eben will, ist, dass die Fallzahl so niedrig ist, dass man den, sagen wir mal, begrenzten Ausbruch lokal gut mit den lokalen Mitteln, die dann zur Verfügung stehen, eben unter Kontrolle kriegen kann. Also können dann die Gesundheitsämter, die dafür zuständig sind, haben die genug Personal und was sie alles nötig haben, Mittel, um zum Beispiel diese Zahl von 50 pro 100.000 zu bewältigen. Ich glaube, das ist die Frage, die man dann stellen muss. Und das kann natürlich regional auch unterschiedlich sein. Insofern wäre es vielleicht sinnvoll, so eine Zahl regional auch entsprechend anzupassen. Aber gut, das ist natürlich jetzt in so einer politischen Aussage nicht möglich. Insofern denke ich schon, dass es einfach notwendig ist, solche Grenzen zu stellen. Mhm. Frau Priesemann vielleicht dazu? Ich würde gerne was generell zu dem Prinzip sagen, dass man, sag ich mal, den Regionen da die Verantwortung gibt. Das ist ja erstmal eine ganz gute Sache, weil natürlich die Regionen besser wissen, was in ihrer eigenen Region am besten funktionieren könnte. Aber es sind zwei Aspekte da extrem wichtig. Das eine ist, die Regionen können nur dann erfolgreich handeln, wenn wir sehr, sehr geringe Mobilität zwischen den Regionen haben. Es ist wirklich ein Problem, wenn, sage ich mal, die eine Region die Fälle runterbekommt und aus den Landkreisen drumherum die ganze Zeit Einschleppungen von neuen Infektionsherden sind. Dann bringt das ganze Regionale nichts mehr. Und dann sind sozusagen die, die da strenger sind und sich mehr Mühe geben, leiden in gewisser Weise unter dem, was in den Nachbarn
Regionen passiert. Das geht so ein bisschen in die Frage von offenen Grenzen. Jetzt sind es natürlich keine innerdeutschen Grenzen, die da de facto existieren. Der Hauptpunkt ist nur folgender: Wenn ich regional etwas kontrollieren möchte, dann muss ich auch die regionale Kontrolle haben. Und das bedeutet auch, ich muss bestimmen können oder nicht bestimmen können, wie viel Einschleppung ich dort, sage ich mal, erlaube. Und das bringt einen wieder zu der nächsten Frage. Ja, man kann versuchen, regional zu kontrollieren. Das ist extrem wichtig. Was viel wichtiger wäre, ist, inwiefern sich eine ganze größere Region, sei es viele Landkreise zusammen, Bundesländer oder sogar über auf der europäischen Ebene, man sich zusammentut und sich überlegt, welche Strategie wollen wir eigentlich langfristig? Wollen wir langfristig mit mittleren Fallzahlen und unkontrollierten Infektionsketten rumlavieren oder will man versuchen, zu einem N gleich Null zu kommen? Das wird nicht absolut funktionieren, aber es ist gar nicht so schlimm. Wenn man auf sehr, sehr niedrigen Fallzahlen ist, ist es eben der Fall, dass die ganzen Gesundheitsämter neue Ausbrüche wesentlich schneller im Griff bekommen. Wenn man das dann kombiniert mit einem schnellen Testen oder mit einem vorsätzlichen Testen, dann erkennt man diese neuen Herde auch schnell genug. Und das ist, denke ich, aus unserer Sicht, aus der Modellierersicht, eine sehr, sehr stabile Situation. Und was ich da wichtig finde zu betonen ist, dass es nicht nur aus Sicht der Modellierer ein sehr, sehr gutes Szenario wäre, sondern eben auch aus Sicht der Ökonomen, aus Sicht der Soziologen, aus Sicht der Psychologen, mit denen ich in den letzten Tagen sehr, sehr intensiv gesprochen habe. Alle sagen, was wir brauchen, ist eine Sicherheit in der Richtung. Direkt dazu kommt, zu N gleich Null, kommen hier auch zwei Rückfragen. Ist es denn mit den jetzt beschlossenen Lockerungen, die wir jetzt seit gestern dann erfahren haben, überhaupt noch möglich, in Richtung Null zu drücken, sage ich mal? Oder haben Sie da in Ihren Modellen schon gesehen, wenn wir jetzt das machen, nee, dann wird sowieso wieder zu einem Anstieg kommen und wir kommen dann nicht weiter runter? Also wenn ich da direkt anschließen kann. Gerne. Wir sehen, wir können nichts sagen über die jetzigen Lockerungen. Wir haben eben diese 2 oder sogar eher 3 Wochen Latenz, bis wir überhaupt sagen können, wie schlimm oder wie, was die Wirkung einer solchen Lockerung ist. Ich nehme das Wort schlimm jetzt hier mal wieder zurück. Wir fangen an, die Wirkung vom 19. April, also 19. 20. April zu sehen. Und ich muss sagen, ich bin relativ positiv überrascht, dass es da noch nicht extrem hoch gegangen ist. Insofern, ich persönlich bin zumindest mal optimistisch. Jetzt ist das natürlich eine Frage, Michael Meyer-Hellmann, ich bin vielleicht auch ein intrinsischer Optimist. Nein, also man müsste wahrscheinlich einfach die Zahlen abwarten, ob es funktioniert oder nicht. Der Hauptpunkt ist vielleicht folgender. Mit den Zahlen, also wäre der Rückgang weiter so gegangen, wie er während des Lockdowns gegangen ist, dann wären wir Mitte, Ende Mai wirklich in der Region, wo man die Kontaktnachverfolgung so effizient machen kann, dass es dann eigentlich fast ein Kinderspiel ist, Richtung R gleich Null zu kommen. Was heißt die Region? Können Sie das nochmal mit in Zahlen, also die Region, dass wir im Kontakttracing gut hinkriegen, ungefähr? So? Also was im Hintergrund für Zahlen kursieren, sage ich mal, vielleicht kann ich das so ausdrücken, ist, dass man sagt, also Kontaktrückverfolgung ist relativ aufwendig, wenn Gesundheitsämter das machen. Das muss man sich folgendermaßen vorstellen. Jeder Kontakt, die eine infizierte Person hatte, muss erstmal ans Gesundheitsamt irgendwie gemeldet werden. Und die telefonieren jeder einzelne dieser Personen jeden Tag, in der die in Quarantäne sind, hinterher. Das ist aufwendig. Man sagt also, dass Pi mal Daumen jedes Gesundheitsamt eine Neuerkrankung pro Tag nachverfolgen kann. 5 Arbeitstage die Woche, 400 Gesundheitsämter. Sehen wir, dass es insgesamt in Deutschland rund 400 Fälle pro Woche gut rückverfolgt werden können. Das ist, sage ich mal, in der Größenordnung von dem, was die Bundesregierung. Pro Tag. Pro Tag, oder? Entschuldigung, genau, pro Tag. Pro Woche wäre sehr wenig. Okay. Genau. Schlussfolgerung trotzdem ist, dass es in der Größenordnung dessen ist, was die Bundesregierung da als Obergrenze vorgegeben hat. Größenordnung heißt ja fast ein Faktor 2 weg. Mhm. Herr Meyer-Hellmann, wollen Sie dazu noch direkt was sagen? Ja, es hat sich sehr viel angesammelt eigentlich inzwischen. Also, ich denke, diese grundsätzliche Strategie ist natürlich eine Entscheidung, die man wirklich fällen muss. Und das ist ja das, was eigentlich auch bisher nicht passiert ist. Und ich bin ja grundsätzlich auch ein optimistischer Mensch. Jedoch habe ich jetzt die Fallzahlen jetzt des RKIs, die gemeldeten Fallzahlen der letzten 2 Tage angeschaut. Und vorgestern hatten wir 600, gestern 900 und heute 1300. Das ist schon eine Trendwende, denn wir sind vorher kontinuierlich runtergegangen. Da waren wir bei ungefähr 1600 und wir sind kontinuierlich auf 600 runtergegangen. Und jetzt sind wir wieder bei 1300 hoch. Das ist vom zeitlichen Abstand eigentlich ziemlich gut korreliert mit der Öffnung der Läden.
Und leider muss ich das so sagen, dass das wahrscheinlich zusammenhängt. Also ohne das beweisen zu können. War es nicht so, dass die Donnerstage sowieso die Tage waren, wo wir immer am höchsten waren, eben durch den Delay? Das haben Sie doch gerade auch noch. Ja, natürlich. Wir haben natürlich diese Wochenendeffekte, das ist völlig klar. Aber bei den Wochenendeffekten ist es bisher trotzdem so gewesen, dass wenn wir über die Woche geguckt haben, ist es kontinuierlich runtergegangen. Das ist eine deutliche Steigerung gegenüber der letzten Woche. Okay. Mhm. Und also das habe ich da schon mit eingedacht. Mhm, okay. Sonst hätte ich es nicht so bewertet. Also da ist schon ein Problem da, von dem ich jetzt nicht weiß, ob es eine Fluktuation ist oder ob es wirklich die Ladenöffnungen sind. Ne? Zumal wir ja in der ersten Woche auch keine Maskenpflicht hatten. Mhm. Und wir wissen nicht, was dann in der zweiten Woche passiert. Also, aber das ist einfach nicht sehr klar abzuschätzen. Und meine Bewertung dieser Situation ist, dass die Regierung eine Woche zu früh entschieden hat. Das ist für mich nicht der richtige Zeitpunkt gewesen. Sie hat eigentlich am Dienstag entschieden und am Dienstag konnte der Effekt der Ladenöffnung eigentlich noch nicht sichtbar sein. Und das ist also, deswegen ist, man hätte mindestens das Ende der Woche abwarten müssen, um die Sache zu bewerten. Und in dem Beschluss steht explizit drin, es ist keine Veränderung des Infektionsgeschehens zu sehen. Datum 5.5. und am 6.5. ging es hoch. Ne? Also das ist die Situation, mit der wir hier gerade spielen. Und wir wissen, ich sage jetzt als Modellierer einfach nur ganz allgemein, ich weiß nicht, wie schlimm das ist. Und ich benutze das Wort schlimm. Ja? Das ist also der eine Punkt. Ja? Und der andere Punkt ist, wir haben es natürlich durch die Öffnung massiv davon entfernt, dass wir in einer kurzen Zeit und damit auch ökonomisch sinnvoll zu einem Zustand kommen, den wir gut kontrollieren können und mit dem wir wirtschaften können. Das ist eine deutliche Verlängerung dieser Phase der Lockdowns gewesen, die durch die jetzigen Öffnungen da sind. Wir haben uns wahrscheinlich eine Chance vergeben, ich sage wahrscheinlich, weil ich das natürlich nicht beweisen kann, wir haben uns eine Chance vergeben, in relativ kurzer Zeit, und die Zeitspanne hat ja Viola gerade genannt, so bis Mitte Mai, vielleicht Ende Mai, zu so niedrigen Zahlen runterzukommen, dass wir wirklich hätten gut aufmachen können danach. Diese Chance haben wir, glaube ich, verpasst jetzt. Und also es sieht so aus, Sie möchten was sagen. Genau, ich möchte auch mal was sagen. Nein, Frau Priesmann, Sie sahen so aus, als würden Sie dazu auch noch was sagen wollen. Ich würde jetzt aber eben einmal Frau Kretschmer fragen, haben Sie denn Erfahrungen aus den Niederlanden oder vielleicht auch internationale Daten, ob man das vielleicht ein bisschen mehr quantifizieren kann, welche Maßnahmen oder besser gesagt, welche Lockerung jetzt genau welchen Sprung in den infizierten Zahlen irgendwie zeigt? Was ist bei Ihnen eigentlich los im Land? Also ich denke, das ist sehr schwierig zu quantifizieren. Bei uns ist es ja so, dass die Maßnahmen sowieso insgesamt weniger streng waren als in Deutschland. Und auch jetzt, also es gibt zum Beispiel keine Maskenpflicht. Also bei uns werden jetzt demnächst auch die ersten Lockerungen gemacht. Ab Montag gehen teilweise die Kinder wieder in die Schule, also nicht alle, sondern nur bestimmte Altersgruppen. Und dann wird man sehen, also ich weiß nicht, woran die Unterschiede liegen. Bei uns ist es so, dass die Zahlen jetzt auch runtergehen, schon seit einiger Zeit. Und man sieht bisher noch keine Zunahme wieder, sondern es geht kontinuierlich runter. Aber ja, wie das dann wird mit der Lockerung der Maßnahmen ab nächster Woche, das müssen wir auch abwarten. Mhm. Warum jetzt manche Länder mit scheinbar weniger Maßnahmen die gleichen Resultate erreichen als andere Länder, das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist sehr schwierig auch zu quantifizieren und zu messen. Das kommt eben auch darauf an, wie die Bürger in einem Land diese Maßnahmen auch übernehmen, wie sie sich dazu verhalten, vielleicht auch sonstige kulturelle Unterschiede. Saisonale Effekte sollte man vielleicht noch nennen. Ja, das stimmt, das ist vielleicht auch noch ein Effekt. Ich hätte auch noch einen Effekt, genau, den wissen wir, genau, den können wir noch nicht abschätzen, aber ich hätte auch noch einen Effekt, der sich nämlich hier auf eine Frage abzielt, und zwar haben vor allen Dingen eben Inselstaaten oder eher sehr abgegrenzte Länder bisher das gut hingekriegt, das sehr tief zu halten, das Niveau der Anzahl der Infizierten, zum Beispiel Südkorea wird ja immer wieder als Beispiel genannt oder Singapur oder eben, genau, kann man davon ausgehen, dass auch die Grenzpolitik da einen Einfluss hat? Wir haben es gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Innerdeutsche Grenzen ist jetzt schwierig, aber europäisch, also hat das einen Einfluss und lässt sich das modellieren, so ein Grenzeffekt? Natürlich. Also darf ich dazu was sagen? Bitte. Also es ist
Wenn wir zum Beispiel auf Australien gucken, die haben es geschafft, die Fallzahlen auf 25 runterzubringen pro Tag und haben beschlossen, jetzt die Maßnahmen zu verlängern. Mhm. Ja? Das ist also eine Situation, die schon anders ist als hier. Und die sind der Meinung, sie können, also die sprechen, also da gibt es eine Gruppe von 8 Universitäten, die sich zusammengetan haben und haben eine Empfehlung ausgesprochen. Die haben 2 Szenarien durchgesprochen. Das eine ist die Unterdrückung, die wir bei uns versuchen zu bekommen. Das andere ist die Elimination. Also die Elimination ist dort ein Wort, was verwendet wird, was hier überhaupt gar nicht mehr in der Diskussion existiert. Und warum ist das so? Das ist genau der Grund, den Sie genannt haben. Durch die Inselstruktur haben die eine Chance, tatsächlich viel besser zu kontrollieren, wer ins Land rein und raus geht. Das ist etwas, was bei uns nicht funktioniert, aber was natürlich möglich sein müsste. Und da ist jetzt die große Frage, warum da überhaupt so wenig Anstrengungen unternommen werden, ist, wir müssen eine europäische Lösung finden. Das ist einfach eine Skala. Wir haben diese deutsche Skala. Wir können in Deutschland versuchen, das unter Kontrolle zu bringen. Aber es wird Deutschland nichts nutzen, wenn wir hier unter Kontrolle sind, wenn wir dann die Grenzen aufmachen und es fließt uns wieder rein. Wir müssen eine europäische Lösung finden, die also homogen und in ganz Europa den Virus so unterdrückt, dass wir ihn kontrollieren können. Darf ich da auch noch was dazu sagen? Also bitte. Ja, also ich glaube einerseits, dass dieser Import von Fällen vor allem dann natürlich eine Rolle spielt, wenn die Fallzahlen klein sind. Also wenn die Fallzahlen groß sind, dann ist das weniger wichtig. Das heißt, in dem Moment, wo wir wirklich die Fallzahlen sehr niedrig kriegen würden, dann macht es was aus und dann kriegt man eben eventuell neue Infektionsherde durch Leute, die aus anderen Regionen reinkommen. Andererseits denke ich, dass es einfach nicht machbar ist, innerhalb von Europa alle Grenzen so dicht zu halten, dass man eben keine neuen Fälle reinkriegt. Also da würden wir, glaube ich, dermaßen viel auch an Lebensqualität und Freiheit einbüßen, dass man das nicht wollen kann, denke ich. Mhm. Also wir müssen uns, denke ich, schon darauf einrichten, dass es eben immer noch Importfälle geben wird und müssen eher überlegen, wie kommen wir damit zurecht, wie können wir die eventuell so früh wie möglich finden und dann eben effektiv die Cluster, die dadurch vielleicht entstehen, wieder kontrollieren. Aber völlig verhindern wird man das nicht können. Mhm. Frau Priesemann, wollen Sie dazu noch was sagen? Ansonsten würde ich nämlich mal kurz, ganz dringend? Nee, sieht nicht so aus. Okay, weil ich würde Sie nämlich mal eben alle 3 fragen, hätten Sie 10 Minuten länger Zeit? Wir haben nämlich nur noch 3 Minuten. Wir können das ja einfach noch laufen lassen, wenn das für Sie okay ist, 10 Minuten. Wir haben nämlich noch einige Fragen. Sehr gut. Ich hoffe, dass das für die Journalisten da draußen auch in Ordnung ist. Dann kommt nämlich die nächste Frage von draußen. Von einer Wissenschaftlerin vom Imperial College habe ich erfahren, ich lese das jetzt einfach vor, wie die Frage ist, dass die britische Regierung die Möglichkeit hat, dass die Forschenden vom Imperial College für die Politiker Szenarien durchrechnen, bevor sie politische Entscheidungen treffen. Ist das in Deutschland auch so? Oder in den Niederlanden? Ja, das haben wir ja gemacht. Also akut, bevor. Ja. Nee, der Unterschied ist, dass es in Großbritannien schon lange etabliert ist. Das sogenannte SAGE nennt sich das, soweit ich weiß. Das ist eine etablierte Struktur, die Wissenschaft, die Politik berät aus der Wissenschaft heraus. Diese Struktur ist an sich sehr gut und es ist auch im Gespräch in Deutschland was Ähnliches aufzubauen, weil man sieht, wie nützlich das sein kann. Zurzeit ist eben diese Interaktion zwischen Politik und Wissenschaftlern, sage ich, etwas informeller. Man muss auch sagen, dass aber in Großbritannien auch eine gewisse Kritik an diesem System ist, weil diese Berichte vertraulich sind und eben nicht an die Öffentlichkeit kommen. Und da muss ich sagen, habe ich das Projekt eben zum Beispiel mit Michael Mayer-Herrmann, Iris Stöbel und Anita Pigiot sehr geschätzt, weil wir das eben einfach an die Politik und an die Gesellschaft gegeben haben und eben nicht verpflichtet waren oder nicht angehalten waren, das jetzt intern zu halten. Mhm. Fand ich auch sehr wertvoll. Mhm. Herr Mayer-Herrmann dazu? Ja, wir haben ja auch dieses Helmholtz-Papier vor dem 20. April bereits publiziert gehabt und da war ja genau das gemacht worden. Wir haben dort Szenarien durchgespielt und das ist in der Politik und in der Gesellschaft auch rezipiert worden. Also ich denke, dass wir das durchaus machen und zwar relativ offen. Also mit offenen Karten. Frau Kretschmer?
Haben Sie da noch was ja, zu? Wie also ist das in den Niederlanden? In den Niederlanden wird das auch gemacht, auf jeden Fall. Also nicht in der Größenordnung, wie das in UK der Fall ist, aber es auf jeden Fall gibt es auch Modelierergruppen, und zwar nicht erst seit diesem Ausbruch, sondern auch schon viel früher, die auch zum Beispiel bei anderen Entscheidungen, zum Beispiel über neue Impfprogramme und sowas, die das vorher durchrechnen und eventuell auch Kosteneffektivitätsberechnungen machen. Also das ist hier ziemlich etabliert. Mhm. Wir hatten es gerade schon über die saisonalen Schwankungen. Wir haben schon gesagt, man weiß es nicht so richtig, aber trotzdem kommt die Frage nochmal, inwiefern denn eben Überlegungen dazu schon jetzt im Modell eine Rolle spielen. Wer möchte? Die saisonalen Effekte abzubilden, ist quantitativ im Grunde nicht möglich. Wir können einfach nur sagen, die Transmissionswahrscheinlichkeit geht runter um einen bestimmten Faktor. Und in Abhängigkeit von was eigentlich? Von Temperatur, von Luftfeuchtigkeit oder was ist denn jetzt die Größe, die wichtig ist? Das wissen wir nicht. Ja? Und das heißt, es ist einfach eine spekulative Sache, die also nicht auf die qualitativen Aussagen und Szenarien, aber die auf die quantitative Bewertung der Vorhersagen abzielt. Und das macht einfach, ist ein zusätzlicher Unsicherheitsfaktor in der Bewertung von Vorhersagen, zum Beispiel, wie viele Intensivbetten wir brauchen. Noch jemand zum saisonalen Effekt was zu sagen? Ja, man weiß da noch nicht genug drüber, inwieweit das Virus temperaturabhängig ist. Also man kann natürlich sagen, vielleicht die Menschen verhalten sich anders bei höheren Temperaturen, dann sind die Leute mehr draußen und dadurch wird vielleicht die Übertragungswahrscheinlichkeit kleiner. Aber auch das ist natürlich spekulativ, also da haben wir auch keine Daten drüber. Mhm. Gibt es denn Modelle, die Kollateralschäden durch Restriktionen berechnen? Also zum Beispiel eben Suizide durch psychologische Faktoren, Depressionen, wirtschaftliche Existenzen, die vernichtet werden, also auch eben wirtschaftliche Faktoren. Gibt es da solche Modelle? Mir ist das Thema wirklich sehr, sehr wichtig. Also ich bin auf der einen Seite Physiker und mache diese Modelle zur theoretischen Epidemiologie, aber mir ist es klar, dass sozusagen die Berechnung der Krankheitsausbreitung noch der einfachste Teil in dieser ganzen Sache sind. Und deswegen bin ich eben in sehr, sehr engem Austausch. Sie haben vielleicht gesehen, zum Beispiel gerade von The Economist den Titel, die 90%-Ökonomie. Und das spielt eben auf die psychologischen Wirkungen an und auch auf die Kollateralschäden, die durch solche Lockdowns entstehen. Und die Schlussfolgerung, die ich mit den Menschen, also gerade mit den Wirtschaftswissenschaftlern und Wirtschaftswissenschaftlerinnen, mit denen ich da gesprochen habe, ist wirklich eine ganz klare Güterabwägung. Was möchten wir? Was möchten wir für das nächste Jahr? Was in China der Fall zu sein scheint, wenn man dem Economist und anderen Wissenschaftlern dort glaubt, ist, dass zwar alle Lockerungen wieder da sind, die Menschen können im Prinzip machen, was sie möchten, und sie tun es trotzdem nicht, weil sie kein Vertrauen haben. Das bedeutet, diese 90% Economy, die da angesprochen wird, diese 90% Economy, die bedeutet, man ist nicht zurück wie normal, sondern man ist bei 90%. Und das ist ein Riesenproblem. Das ist deswegen ein Riesenproblem, weil das sozusagen bedeutet, wir haben 10% weniger Wirtschaftsleistung als vorher. Und 10% weniger ist ein ganzer Haufen. Und die Frage, die man sich, denke ich, stellen muss in der Strategie ist, möchte man eine Situation, wie die Leute wieder volles Vertrauen haben, dass man eine stabile Situation hat, wo wirklich dieser Virus im Griff ist und wieder raus ins Restaurant gehen, wieder Investitionen tätigen und wieder wirklich langfristig planen, und möchte man dafür vielleicht investieren oder möchte man eben in Richtung dieser 90% Economy gehen? Und wenn man sich das mit dem eigenen Gehalt überlegt, ist es vielleicht ganz klar zu sehen, warum das ein großer Unterschied ist. In dem einen Modell muss ich langfristig Einschränkungen machen und ich habe langfristig Unsicherheiten. Das ist sowas Ähnliches wie, ich habe auf die nächsten Jahre hinweg 10-20% weniger Gehalt. In dem anderen Fall sage ich, ich habe jetzt noch einen Monat lang 40% Reduktion. Das ist die Größenordnung, die zurzeit grob eingeschätzt werden, ob das nun 40 oder 50 oder 30 sind, ist ja eigentlich relativ gleich. Ich habe einen Monat 30%, 40% Reduktion und danach aber wieder die 100%. Mhm. Dieser eine Monat ist aus ökonomischer Sicht überhaupt gar kein Problem. Das Problem sind Trendwenden. Also die Trendwenden wird das genannt, wenn im Prinzip in der Wirtschaft der Wachstum nicht mehr so ist, wie er vorher war. Also eine kurze Pause ist kein Problem, aber eine langfristige Dämpfung, das ist das eigentliche Problem. Und deswegen ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, dass man die kurzfristigen und die langfristigen Schäden gegeneinander abwirkt. Das, was ich jetzt erzählt habe, betrifft die Ökonomie. Aber im Prinzip gelten ja ganz ähnliche Überlegungen genauso für soziale und psychologische Aspekte.
Und ich denke, dass man da sich auch sehr genau Gedanken machen muss über eben kreative Lösungen. Nehmen wir Familien, die auch sehr gelitten haben unter der, oder sehr belastet sind und unter der Familienbetreuung. In Niedersachsen ist es seit Mittwoch erlaubt, dass sich zwei Familien zusammentun und gemeinsam die Kinderbetreuung machen. Das ist schon eine echt 2-2-Familie, die Kinderzahl ist im Prinzip begrenzt. Das ist schon eine große Erleichterung. Und das wird zumindest aus den Modellen vorhergesagt, dass es dieses R nicht besonders stark erhöht. Das liegt daran, dass die zwei Familien halt täglich Kontakt haben, aber ja im Prinzip die Anzahl Kontakte, die sie nach außen haben, im Zweifel sogar noch weiter reduzieren, als sie es vorher hatten. Oder zumindest nicht erhöhen. Solange diese zwei Haushalte halt zusammen sind, aber nach außen abgeschlossen sind, tragen sie eben nicht oder nur sehr unwesentlich zur Infektionsausbreitung bei. Auf der anderen Seite hat man aber eben diese soziale Unterstützung, die da wirklich helfen kann. Und wenn man ähnliche kreative Lösungen findet, auch, sage ich mir, für alleinstehende Menschen, für Leute, mit denen es eben sehr, sehr schwer fällt in dieser Zeit, dann kann man auf der einen Seite Erleichterungen schaffen und auf der anderen Seite trotzdem versuchen, diese stabile Situation zu erreichen. Ich würde auch gerne noch was dazu sagen. Gerne, ja. Weil mir ist das Thema auch sehr wichtig und ich hatte ja auch schon bei Anne Will angekündigt, dass man diese Zusammenarbeit zwischen Epidemiologen und Wirtschaftswissenschaftlern tatsächlich anstreben sollte. Und wir haben dazu auch Überlegungen angestellt und kommen zu ganz ähnlichen Ergebnissen wie was Viola jetzt gerade dargestellt hat. Es ist, glaube ich, ökonomisch relativ gut abschätzbar, dass eine kurzfristige starke Unterdrückung weniger Schaden anrichtet ökonomisch als eine dauerhafte Bremse. Und das Wort Vertrauen ist in dem Zusammenhang ein Faktor, der tatsächlich die Sache noch deutlich verstärkt. In einem Punkt bin ich nicht ganz sicher, was Viola gerade gesagt hat. Wir haben es in den agentenbasierten Modellen durchgespielt, was passiert, wenn wir unsere Familiengröße verdoppeln. Mhm. Und wir sehen dort einen etwas mehr als zweifachen Effekt in den Infektionszahlen. Also wir können das gerne auch offline nehmen. Wir haben es auch durchgespielt, und zwar, wenn man die Haushaltsgröße verdoppelt und annimmt, dass die Kontakte nach außen dieselben bleiben, dann verdoppelt sich das R. Und das ist die obere Schranke, die wir haben. Wenn man ferner annimmt, dass aber ein Teil der Kontakte, die man vorher nach außen hatte, jetzt nach innen gewendet werden, dann ist dieser Faktor 2 wirklich die oberste Schranke, die wir haben, erstens. Und zweitens sollte man den folgenden psychologischen Effekt noch mit reinnehmen. Wenn ich mich mit einem anderen Haushalt zusammentue, dann habe ich die Verantwortung nicht nur für meinen Haushalt, dass ich da die Krankheit einschleppe, sondern auch noch für diesen anderen Haushalt. Das heißt, dieser psychologische Effekt, dass man eventuell noch vorsichtiger ist, ist natürlich etwas, was man auch in irgendeiner Form mit ins Modell nimmt. Das Beispiel ist wunderbar, um zu sehen, mit welchen Unsicherheiten wir kämpfen. Ne? Also da ist genau der Punkt. Die obere Schranke von 2 ist ziemlich klar. Wenn ich die Haushaltsgröße verdoppelt, dann mache ich den Degree K meines doppelt so großen Haushalts verdoppel ich im Prinzip, wenn es da keine Redundanzen gibt. Also Herr Meyer-Hermann, Sie haben mir gerade das Wort aus dem Mund genommen. Ich finde auch, das war jetzt ein sehr schöner Wortwechsel, wo man sehen kann, ja, aber wenn so, aber dann so, und dann muss man auch das noch mit einberechnen. Und das ist, glaube ich, so das Grundprinzip eines Modells. Man muss alles bedenken, kann es aber nicht. Ich hätte noch eine schöne Schlussfrage vielleicht, weil wir haben es jetzt schon wieder 7 nach, also nur noch 3 Minuten offiziell. Es geht einfach zu schnell hier. Ich würde gerne mit Frau Kretschmer vielleicht anfangen und dann kann jeder einmal noch mal was dazu sagen. Und dann würde ich sagen, haben wir auch viel Input geliefert. Und zwar, da ja hier Journalisten zuhören, würde ich gerne noch mal die Frage drehen, wie soll man denn jetzt als Journalist über Modelle berichten? Es ist ja schon so, dass jeder so sein eigenes hat. Ich habe das am Anfang gesagt. Soll ich mir jetzt jedes raussuchen, dann das Beste vielleicht raussuchen? Wie mache ich das denn eigentlich? Oder soll ich über ein Gesamtkonzept berichten als Journalistin? Was würden Sie sagen, Frau Kretschmer? Also ich sage erstmal, es gibt kein bestes Modell, sondern alle Modelle oder vielleicht nicht alle, aber die konsistent und gut gemacht sind, haben ihre Berechtigung. Also als Journalist muss man eben gucken auch, was ist die Fragestellung, die hier beantwortet werden soll. Mhm. Und über diese Fragestellung kann man schreiben und vielleicht auch, wie geht das Modell die Fragestellung an und was für Resultate bringt das Modell, aber eben immer auch sozusagen mit dem kritischen Abstand, um zu sehen, was sind eben auch die Begrenzungen dieses Modells. Also das wäre ganz wichtig, wenn auch die Journalisten darüber berichten würden und das sozusagen objektiv, soweit das möglich ist, darstellen können. Also ich denke, auch für Journalisten ist auf jeden Fall auch wichtig, sich vielleicht nicht nur ein Modell dann anzuschauen, sondern eben auch zu vergleichen, was sagen verschiedene Modelle und warum und
was sind eventuell unterschiedliche Resultate. Aber gut, das ist schwierig. Ich sehe ein, dass es ein schwieriges Thema ist für den Journalismus. Wir kommen nicht drum herum im Moment, sagen wir so. Herr Meyer-Hermann, haben Sie eine Meinung dazu? Ich denke, die große Herausforderung ist, dass man sich ganz klar macht, was die Voraussetzungen eines Modells sind. Mhm. Das habe ich auch versucht, also ich glaube, alle hier Anwesenden versuchen, das ganz klar zu machen. Also es sind diese Wenn-Dann-Fragen. Wenn das und das und das und das alles richtig ist, dann kann man diese Schlussfolgerung machen. Diese Aussage ist absolut korrekt und die kann man wirklich streng nehmen. Ja, aber die Voraussetzungen müssen natürlich geprüft werden und da können natürlich die eine oder andere Voraussetzung dabei gewesen sein, die vielleicht nicht ganz hundertprozentig richtig ist oder die man vielleicht ein bisschen anders interpretieren muss. Und genau da ist der Haken. Ja, und diese Bewertung vorzunehmen, kann eigentlich jeder Journalist tun, ne? Weil wenn das transparent ist, was die Voraussetzungen da sind, dann kann jeder Journalist für sich sagen, ja, ist das denn eine sinnvolle Voraussetzung? Kann ich das glauben? Oder ist das nicht, vielleicht geht das nicht über ein gewisses Maß hinaus? Weil das sind ja Voraussetzungen, die sind durchaus in einer nicht mathematischen Sprache formuliert. Ja? Das heißt, das ist eigentlich zugänglich. Aber ich sehe, dass das ein Problem ist, weil natürlich durch die Multiplizität der verschiedenen Modelle man auch durch diesen Wust der Voraussetzungen, die in jedes Modell eingegangen sind, kaum durchsteigen kann, ja, in vernünftiger Zeit. Das schaffen wir ja schon untereinander kaum. Frau Friesemann, vielleicht noch dazu? Ich würde eigentlich nur einen Satz ergänzen. Ich möchte gerne auch betonen, dass eben den grundsätzlichen Aspekten diese Modelle alle zu denselben Schlussfolgerungen kommen. Und deswegen haben wir dieses Thesenpapier eben auch gemeinsam geschrieben, weil wir eben miteinander gesprochen haben, weil wir den Austausch gesucht haben. Eben auch, um uns klarer zu werden, was die verschiedenen möglichen Szenarien und Schlussfolgerungen sein könnten. Und ich muss sagen, ich war extrem erstaunt oder auch überrascht, aber dann auch sehr froh, dass all diese Modelle mit ihren verschiedenen Annahmen und Hintergründen in den grundlegenden Aspekten wirklich übereinstimmen. Und ich meine, Sie haben jetzt mitgekriegt, wie wir auch miteinander diskutieren. Natürlich, man diskutiert über die, sag ich mal, Randbereiche, aber im Kern, und das ist nicht nur der Kern, das ist wirklich das Gros der Aussagen, sind wir uns da wirklich alle einig. Vom Robert-Koch-Institut, mit dem wir auch viel diskutiert haben, über die Gruppe, mit der wir hier diskutiert haben, über all die Kollegen, die ich zurzeit gerne und immer wieder abends anrufe, sei es in Frankreich, in England oder auch hier überall in Deutschland oder in den USA. Es steht über die Grundsätze, besteht wirklich eine große Einigkeit und das finde ich in dem Fall sehr, sehr beeindruckend. Aber auch sehr, ich sag mal, reassuring, bestätigend. Vielen Dank. Ich finde, das war ein super Schlussstatement von Ihnen allen dreien und ich bedanke mich wirklich recht herzlich an dieser Stelle. Auch an die Journalisten da draußen fürs Zuhören und fürs fleißige Fragen stellen. Ich hoffe, wir konnten alle beantworten. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber schön, dass so viel Interesse da war. Danke, dass Sie mitgemacht haben. Wir werden das Ganze noch als Mitschnitt zur Verfügung stellen, sodass auch eben später noch darauf zugegriffen werden kann auf dieses Video. Und wir werden das noch transkribieren, sodass man es auch nochmal nachlesen kann, wenn das eher das Medium ist. Vielen Dank an Sie drei und an die Zuhörer und ich wünsche noch einen schönen Tag. Ja, vielen Dank. Danke. Tschüss. Tschüss.